The Evil Within Folge 46. Ja, 46 Videos schon. Boah, Wahnsinn, unglaublich. Ich nie gedacht, dass es so lange geht. Aber naja gut, besser für euch, besser für mich. So, in der letzten Folge haben wir hier ja mal wieder einen schönen Arena-Kampf gehabt. Oder beziehungsweise einen kleinen Kampf gegen eine Kopie von Ruvik, wohlgemerkt. Und ich glaube, wir werden noch viel, viel weitere Kopien sehen. Oh, eine Spritze. Spritze. Wir sind die Versauner-Freunde. Aufguss 09. Der erste deutsche Spitzenspritzverein. Was ist das denn? Das ist ein Spiegel, glaube ich. Der... war so klar. Unten ist Wasser und was hat der Spiegel zu bedeuten? Das frage ich mich gerade. Das kann doch nicht wahr sein. Ist das dreckig hier? Ich habe ein ganz übles Gefühl jetzt gerade. Ich... glaube, ich weiß, wo wir jetzt sind. Wir sind genau jetzt. Wir müssen theoretischerweise jetzt nicht mehr in der anderen Welt sein, in der Thomas-Anders-Welt, sondern in... auch nicht in der Vergangenheit. Entweder sind wir jetzt in der Zukunft oder in der Gegenwart. Ich würde eher behaupten, dass wir jetzt... ist das sein Werk? In der Gegenwart sind. Und zwar in der richtigen Gegenwart. Ach du Scheiße. Oh, die Olle steht da. Ich dachte, da steht schon wieder jemand anders. Detective? Bist du okay? Sie wissen schon, dass mich niemand ersetzen könnte? Dass mich niemand ersetzen könnte? Ich frage mich gerade... aber wir haben wieder jede Menge zu lesen. Crimson Post. Leiche in Kanalisation gefunden. Verstümmelte Leiche in Kanalisation gefunden. In der Kanalisation von Crimson City wurde eine männliche Leiche mit offenem Gehirn und Operationsnarben entdeckt. Der Mann war bereits mehrere Monate lang tot. Der Vorfall erinnert an einen Serienmörder von Elk River. Verstümmelte Leiche mit offenem Gehirn, Operationsnamen entdeckt. Der Mann, Kanalisation von Crimson City. Wahrscheinlich eine Testperson von Ruvik. Und was haben wir hier? Missing? Inspector Brown, vermisst. Arnold Brown, Polizeiinspektor aus Crimson City, behauptete von seinem Verschwinden wichtige Beweise in einem ungelösten Fall in der Hand zu haben. Arnold Brown? Arnold Brown. Mein Name ist Brown. Arnold Brown. Kenne ich überhaupt, oder kennt ihr den? Haben wir den? Nee, warte mal, der vom Anfang, nee, vom Anfang war das nicht. Nee, der ist ja schon vor ein paar Folgen verstorben. Ja, wir können auf den Stuhl gehen, wir können, aber ist schon irgendwie cool gemacht, so mit diesem runterbröckelnden Zeus jetzt alles. Mach doch mal ein bisschen langsamer die Türen auf. Wir schauen mal, vielleicht haben wir ja hier auch nochmal was. Naja gut, so schlecht sind wir gar nicht mit den Karten, also muss ich echt sagen. Aber was bringt das eigentlich mit den Karten? Was haben wir denn davon? Wir haben ja die Karte im Prinzip erst am Ende des Spiels fertig. Oder können wir am Ende des Spiels nochmal überall hinreisen, weil wir das müssen? Ich weiß es gar nicht. Na toll, wir haben keinen Schlüssel gefunden. Ich sollte mal besser auf die Statuen aufpassen. Naja, auf jeden Fall haben wir jede Menge Haargel, wo wir uns verbessern können. Boah, Basti. Mann. Boah, 33.000. 33.650. Hallo.
Dann ist aber ein ordentlicher Friseurbesuch drin. Wohlgemerkt. So, jetzt können wir doch mal gucken. Wir haben sogar Body Magnum. Okay, die hat auch keinen kritischen, weil die schon ordentlich reinhaut. Ich werde die auch, glaube ich, erstmal so lassen. Wir wollten... Obwohl, den kritischen Schaden der Schrotflinte ist eigentlich auch schon totaler Quatsch. Lebensanzeige könnten wir eigentlich auch mal aufbessern, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe gar keine... Machen wir mal. Boah, die nächste Stufe kostet schon 25.000. Alter, Finne. Die Spritzenwirkung. 36% kriegen wir und dann 42. Wir wollten auch die... Mir fällt gerade ein, wir wollten bei den... Die Qualenbolzen wollten wir doch auch aufpushen, ne? Hier. Ja. Bewirkt zusätzlich Schaden bei getroffenen Gegnern. Auf Stufe 5 wird Feuerschein zugefügt. Das machen wir mal. Boah, 50.000! Alter! Wollt ihr mich verarschen? 50.000 für einen Harpunbolz mit Feuerschaden? Kältewirkung wird erhöht. Das können wir eigentlich auch mal machen. Das werden wir, glaube ich, mal gut gebrauchen können, weil diese Frostbolzen, das ist schon... Ich glaube, das machen wir mal. Nächstes Mal auch nochmal. So, und den Rest behalten wir, weil ich will echt diesen Feuerschaden haben. Da sparen wir uns nämlich das ganze Gedöns jetzt einfach mal. Ja. Und dann machen wir nämlich demnächst, machen wir nämlich dann... So viel Leben, wie wir jetzt haben. Ui. Dann machen wir demnächst. Ihr müsst mich dran erinnern. Unbedingt schreibt das mal in die Kommentare. Nicht, dass ich das vergesse. Weil ich lese ja sehr, sehr gerne die Kommentare von euch. Schreibt mir bitte dann in die Kommentare, dass ich beim nächsten Mal dann, schreibt einfach mal so ein paar Videos vorher, dass ich es nicht vergesse, dass wir die Qualen normalen Armbrustbolzen auf Feuerschaden erhöhen wollten. Und, ich werde mal ein bisschen vorher speichern, weil, sicher, dass wir die normalen Bolzen verbessern wollen auf Feuerschaden. Also ihr müsst mich da dran erinnern, unbedingt. Also nicht, dass ich das vergesse. So, wir haben gespeichert und werden mal schauen, wo wir jetzt überhaupt... Ich frage mich die ganze Zeit, wo wir hinkommen werden jetzt, wenn wir aus dem Spiegel rauskommen. Weil ich glaube nicht dorthin, wo wir gerade waren. Hier scheint aber auch sonst jetzt niemand zu sein gerade. Ich will auch nichts verpassen. Okay, ich nehme alles zurück. Wir sind doch wieder da. Was mich jetzt wundert, weil ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir... Aber wir hätten auch so durch den Spiegel gehen können. Warum war das denn jetzt so eine Aktion? Wir mussten unbedingt dahin, frage ich mich. Weil quasi hat uns der Spiegel ja gezwungen, dahin zu gehen. Er hat uns ja reingesogen. Kann ich. Auf jeden Fall höre ich wieder was. Ich schau mal hier in der Ecke, ob hier was liegt. Das ist nämlich meistens in Spielen so, dass irgendwo in den Ecken was liegt. Wo die Entwickler dann meinen, ach, die Spieler gehen da sowieso dran vorbei. Aber nicht ich. Oh nein, bitte. Nein. Nein, kein Arena-Kampf, bitte. Ich werde mal was ausprobieren. War so klar, dass es nicht funktioniert. Und jetzt können wir nämlich gut die Scharfschützenmunition gebrauchen, die wir... Aber ich glaube, da liegt welche, ne? Kann das sein? Ah, ne, da sind Streichhölzer. Nein, kein Arena-Kampf. Bitte. Bitte nicht. Da sind Streichhölzer. Nein, bitte kein Arena-Kampf. Gott, ich das hasse. Wenn man schon im Voraus weiß, was jetzt gleich geschehen wird, das hasse ich. Das... Boah, nee.
Ich werde mal versuchen, ein bisschen unentdeckt zu bleiben. Sicher ist... Oh nein. Da muss ich hin. Na super. Und jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen Mongos da oben raus, oder? Wahrscheinlich, sobald ich anfange zu schießen, weil die Musik ist schon sehr dramatisch, dass es heißt, es geht gleich los. Und ich habe nicht viel Money. Die Frage ist, müssen wir unbedingt jetzt hier alle... Boah, das wird so ekelig, das weiß ich jetzt schon. Kuckuck, seht ihr mich? Kuckuck. Irgendwas passiert doch jetzt gleich, dann kommen die alle. Ich weiß es, sie kommen jetzt gleich alle gleichzeitig. Den werde ich anzünden. Oh, hier liegt Dynamit. Warum kann ich nicht das Dynamit nehmen? Das geht doch viel, viel schneller. Ich spreng einfach da hinten das Haus kaputt. Dann fallen die alle runter. Und da war nichts drin, war ja klar. Ich will auch jetzt noch gar nicht großartig schießen. Da oben sitzt, glaube ich, auch einer drin, oder? Oh, Hagel. Nimm das Hagel mit. Bei... Brav, Basti. Und da war nichts drin, okay. Was macht der da? Also sehen tut der mich schon, der eine, da der da rumläuft. Und die da oben ja natürlich wahrscheinlich jetzt auch. Aber die Frage ist auch jetzt gerade... Was wird jetzt gleich passieren? Wir müssen wahrscheinlich darüber klettern. Weil da liegt nämlich auch was drin. Und dann werden die alle kommen. Ich sehe es jetzt schon. Und bitte nicht Fetti. Bitte nicht, dass gleich noch Fetti kommt. Dann drehe ich hier völlig am Rad. Dann drehe ich hier völlig am Rad, ehrlich. Der steht dahinter auf jeden Fall, der eine. Moment, 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 da fällt mir was ein. Natürlich, Kumpels, natürlich. Aber selbstverständlich. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wieso hat der eine Knarre? Jetzt nicht mehr. Du kannst ruhig mal Munition fallen lassen. Kann ich da nicht einfach eine Granate da oben hinschmeißen? Geht das nicht? Boy George, wie geht's dir? Lang nicht gesehen. Hm? Wie ist es dir so ergangen als Untoter? Entschuldigung. Das war nur der Anfang. Weiter geht's. Ich glaube... Ich werde das mal versuchen mit den Granaten, weil ich... War so klar... Anzünden, 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 Basti, anzünden. Ach, da kommen immer mehr. Oder kann das sein? Ach, das ist sowas wie so eine... Ah! Die kommen von oben immer runter, kann das sein? Wow! Ja, natürlich, nicht so machen. Oh. Oh. Oh, warum brennt der nicht, der Sack? Warum brennt der Sack nicht? Wollt ihr mich verarschen? Seit wann haben die Qualen am Brust... Waffen? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh, nein, 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 wieso duckst du dich? La. Ich kann ja immer wieder runter, das ist ja nicht so schlimm. Komm du, Papa. Komm du, Papa. Komm her. Ja, komm her. Och, jetzt verschieße ich das Ding auch noch. Ganz schnell anzünden, ganz schnell anzünden.
Warum ist er jetzt explodiert? Ich weiß es nicht. Ich will es gar nicht wissen. Oh, da liegt eine Spritze. Da liegt eine Spritze. Da liegt eine Spritze. So, kleinen Moment. Ich muss mal eben die Spannung rausnehmen. Bleib mal am Rohr. Ich, hab nichts. Ich hab gleich nichts mehr. Ich hab... Das Einzige, was ich gleich habe... Wow! Oh, 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 oh. What the fuck? What the fuck? Wow, wow, wow. Ja, geh sterben. Alter, wollte uns einfach mal mit dem Dings erledigen. Hat der einen an der Bremse? War's das jetzt? Ist es jetzt gewesen? Hat das jetzt mal ein Ende hier? Mann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben nochmal Besuch von jemandem, der so nett mit einem... Natürlich, er kann schießen, ich nicht. Was soll denn der Dreck? Ey, das gibt's doch nicht. Wollen die mich verarschen? Wieso darf der denn eher schießen wie ich? Oh, Gott sei Dank. Okay, wir werden die Spritze nehmen, natürlich. Shotgun-Shells nehmen wir auf. Und das war sowas von einleuchten. Und ich frage mich, wie die ganze Zeit runtergekommen sind. Ach, die sind die Leiter. Anstatt sie gleich alle gleichzeitig gekommen wären. Ich frage mich, ob man die hätte schon vorher erledigen können. Naja, gut. Ich würde sagen, wir... Nur nicht zu viel. Wir könnten ja in die Munition schwimmen. Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause und wir sehen uns morgen wieder bei The Evil Within. Um 17 Uhr schaltet ihr wieder ein und dann geht's hier spannend weiter. Also, bis morgen.